Bei mir im Hintergrund sieht es ein bisschen wuselig aus. Ja, wie einige von euch wissen, werde ich ja jetzt demnächst umziehen. Und ja, deswegen ist es ein bisschen chaotisch. Also egal, wo ich jetzt den Rechner hinstelle, ist es überall chaotisch in diesem Zimmer. Ich möchte euch... Moment. Zack. Ich habe Post bekommen von Herzensgut Seifen und ihr wisst, ich mag die halt echt gerne. Und es gab ein Angebot, zweite Wahlseifen für 15 Euro. Und ja, da habe ich ja, zugeschlagen und habe mir halt so ein Päckchen zukommen lassen. Und wollte ich euch mal eben zeigen. Also sie hat die liebe Ruth, ja, von der die Seifen sind. Hatte irgendwie dabei geschrieben, dass man doch halt sagen kann, was so sein weil seine Lieblingsrezeptur ist und sie guckt dann, was davon so da ist. Also es ist auch nur so lange, wie der Vorrat reicht, dass sie da irgendwie ja dann mal schaut, was sie tun kann. Eine Seife habe ich noch dazu bekommen, weil das ist halt, also die habe ich mir dazu genommen, das ist diese hier. Und zwar ist das ein Ganesha. Mit der Rezeptur grüner Traum mit Avocado und Mandelöl. Das ist wohl halt eine, also benutzt sie selber und halt auch eine Freundin von mir als Haarseife. Und der Ganesha sieht so aus. Was ein bisschen blöd ist, ist mit diesen Plastiktüten. Aber vielleicht fällt ihr ja dazu noch was anderes ein irgendwann. Ja, und das ist diese hier, ne? Also ich hatte die ja schon mal. Mit der Rezeptur Erde. Das ist übrigens meine Lieblingsrezeptur Erde. Und da ist halt Patchouli mit drin. Die sehen halt so schön aus. Nur alleine schon zum Anschauen sehen die schon so schön aus. Und ja, ich bin ja so verliebt in diese Seifen. So. Dann habe ich, wie gesagt, also die restlichen Seifen, die hier drin sind, sind jetzt alles Seifen, die ich da für 15 Euro bekommen habe. Eine habe ich schon im Badezimmer liegen. Ansonsten sind das, also ich kann die ja mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich jetzt die andere mitgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Seifen gewesen. Kleine und große. Und was soll ich euch sagen? Von diesen 9 Seifen sind 7 Seifen mit der Rezeptur Erde. Finde ich halt sehr cool. Mit ätherischem Patchouliöl und Kakaobutter, ja. Zum Beispiel ist hier ein kleiner Buddha. Könnt ihr das sehen? Und diese hier, die sind so schön. Dann so kleine Blümchen, die auch aussehen wie Pralinen. Ja. Und einmal die Blume des Lebens. Und da sind dann halt, also ich meine, ich weiß nicht, ich denke mal zweite Wahl, weil dann halt da irgendwie eine Macke dran ist oder so, die nicht ganz so schön aus der Form gekommen sind. Aber ist mir ja wurscht, ne? Die sind immer noch schön. Genau, hier ist ein Engel und da ist hier an der Seite so ein bisschen was abgebrochen, aber ganz zauberhafte Seiten. Und hier habe ich noch einmal, ach so, das ist nochmal grüner Traum. Und was ist das? Sinnlich mit ätherischem Yang-Yang-Öl. Oder Ylang, heißt das? Ja, Ylang-Ylang-Öl und Kokosmilch. Ein Herz. Und nochmal diese, ne? Also die sind echt schön. Ich finde, sie macht das auch immer ganz zauberhaft. Und zwar legt sie immer einen Spruch dazu. Und hier steht, der Gedanke ist der Samen der Saat. Achte stets auf deine Gedanken, sie werden zu Worte. Achte stets auf deine Worte, sie werden zu Handlungen. Achte stets auf deine Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten. Achte stets auf deine Gewohnheiten, sie werden zu Charaktereigenschaften. Achte stets auf deinen Charakter, er wird dein Schicksal. Ist aus einer Klosterschrift in England. Ja. Finde ich ganz süß. Und hat mir noch ein Herzchen dazu gelegt. Und müsste hier aus der Happiness sein, noch ein Spruch. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Ne? Ja, finde ich ganz süß und ganz, ganz, ganz zauberhaft. Und ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Und ja, da, also ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich Werbung für sie machen möchte in dem Sinne, aber
Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich doch von diesen Seifen so begeistert bin. Sei es optisch, ja, weil sie einfach wunderschön sind oder ich finde, das ist auch immer eine gute Gelegenheit, ja, so eine Geschenkesache. Und kann man gut verschenken. Ist was fürs Auge und sie sind halt zauberhaft, sind Naturseifen, selbst gemacht und ja, das war's schon. Bis dann. Tschüss.